Einmal mit den Profis kicken, davon träumt wahrscheinlich jeder junge Fußballer. Im Bernauer Ortsteil Schönow waren einige Kinder diesem Traum schon ganz nah. In der Fußballferienschule des Hertha BSC wurden sie fach- und altersgerecht angeleitet. Dabei hatten sie neben Spiel und Spaß auch die Aussicht auf einen Platz beim Probetraining des Vereins. Komm, Nils, zum Tor! Abschluss! Auf dem Sportplatz des BSV RW Schönow wurde in der vergangenen Woche gekickt. Doch statt den üblichen rot-weißen Trikots der Lokalmannschaft sah man von Dienstag bis Donnerstag andere Farben auf dem Feld. Das Blau-Weiß des Hertha BSC. In Schönow hielten sie nun schon zum sechsten Mal die Fußball-Ferienschule ab. Hier konnten die Nachwuchskicker über 3 Tage ihrem Hobby nachgehen. Dabei wurden sie von Trainern mit langjähriger Erfahrung betreut und erhielten ein auf ihr Alter abgestimmtes Profitraining. Zum Programm gehörten neben Stationsübungen zum Dribbeln, Passen und vielen anderen Disziplinen, die ein Profifußballer beherrschen sollte, auch ein Wissensquiz über den Verein, zahlreiche kleine Partien und ein großes Abschlussturnier mit anschließender Siegerehrung. Außerdem konnten sie den sogenannten ATT ablegen. Haben natürlich auch einen kleinen Leistungstest absolviert mit den jeweiligen Spielern, den sogenannten Andreas-Thom-Test. Dort vergleichen wir die Werte mit den Spielern in unserer Akademie, mit deren jeweiligen Jahrgängen. Dort haben wir genau die gleichen Schwerpunkte halt nochmal als Test absolviert. Da gab es einen kleinen Sprinttest über 10 Meter, dann gab es eine kleine Passstation, eine Dribbelstation und eine Jonglierstation. Und die Werte, wie gesagt, werden auch mit den Spielern aus unserer Akademie verglichen. Und das bekommen sie dann auch als Urkunde später ausgehändigt. Der Vergleich mit den Spielern der Akademie ist nicht nur für die jungen Teilnehmer interessant, er hilft auch dem Verein. Denn wer in diesem Test gut abschneidet, hat die Chance, für ein Probetraining im Olympiapark in Berlin ausgewählt zu werden. Über diese Entscheidung werden die Ausgewählten aber erst zum Ende in Kenntnis gesetzt. Denn während der Ferienschule steht vor allem eines im Vordergrund. Eines der Kinder brachte beim Andreas-Thom-Test Leistungen, die ihn für ein Probetraining qualifizieren. Um eines Tages Teil des Mannschaftskaders zu sein, ist zwar noch einiges zu tun, den Weg dahin kann das Fußballcamp aber schon ebnen. Also es gab schon viele, auch bei uns im Olympiapark, die dann von den Fußballcamps wirklich dann zu Hertha BSC gekommen sind, die sich dann durch das Probetraining, sage ich mal, gekämpft haben und da wirklich die Trainer auch überzeugt hat von dem Spielerischen und sind dann auch klar ins Team gekommen. Also das gibt es auch immer wieder. Genau. Und da freuen wir uns natürlich auch, wenn wir Spieler aus Partnerstädten noch akquirieren können und sagen können, wir haben sie wirklich von den Fußballcamps zu Hertha BSC gebracht. Bernau gehört schon seit vielen Jahren zu den Partnerstädten des Vereins und die Blau-Weißen haben überall in der Stadt ihre Spuren hinterlassen. Die Grundschule Schönow, von der ein Großteil der teilnehmenden Kinder stammt, gilt beispielsweise seit 2010 als Partnerschule des Vereins. Außerdem ist er daran interessiert, sich aktiv in die Geschehnisse in Bernau einzubringen, wie Hertha-Botschafter Manfred Kerkhofer zu berichten weiß. Ich habe jetzt gerade im letzten Jahr auch angesprochen, ob Hertha BSC sich nicht am Hussitenfest-Umzug beteiligen kann. Wurde auch sofort zugestimmt, auch von der Stadt Bernau dankenswerterweise. Und wir haben dieses Jahr auch erst einmal ein Bild gestellt beim Umzug zum Hussitenfest. Alles andere läuft natürlich auch wieder weiter. Ich kann Auflaufkinder zu manchen Spielen stellen. Ich kann Balljungen zu manchen Spielen stellen. Und dieses Projekt, gerade Balljungen, ist einzigartig in der Bundesliga, dass die Balljungen von Vereinen aus den Partnerstädten gestellt werden können. Nach dem erneut großen Interesse an der Ferienschule steht einer Weiterführung des Projekts im nächsten Jahr nichts mehr im Weg. Und vielleicht stehen in ein paar Jahren schon Sportler aus der Region für Hertha BSC auf dem Spielfeld.